der sich klein machen, die Hiob im Angesicht Gottes, liebe Schwestern und Brüder. Und der Jubelruf Jesu, den wir hören, über die Unmündigen und die Kleinen, das passt gut zu dem Tag der heiligen Theresia, der kleinen Theresia, wie wir sagen. Oft ist die Frage aufgetaucht in ihrer Außenwirkung und Außendarstellung, ob sie denn nur eine Heilige sei für das 19. Jahrhundert. Denn ein wenig waren die ersten Legenden so, ihre Darstellung, so wie man sie halt, man ist fast versucht zu sagen, verkauft hat, dass sie in das Ghetto des 19. Jahrhunderts eingemauert ist und dort nicht herauskommt, mit einem unsäglichen Kitsch beladen. Aber Heilige sind Heilige immer. Heilige sind Heilige und Botschafter des Evangeliums in jeder Zeit. Und sie haben ihre eigene Botschaft. Und man kann gar nicht genug darauf hinweisen, dass es das Verdienst der großen Ida Friederike Görres war, mit ihrem Buch »Das verborgene Antlitz«, sie aus diesem Ghetto befreit zu haben. Es war das erste große Werk, das sich dieser Heiligen gewidmet hat und ein Aufatmen nach sich zog. Was ist das Besondere dieser Heiligen und was ist ihre Botschaft für uns, dieser Kleinen? Nicht erst ausdrücklich, so schreibt Görres, ihre ausdrücklich verfasste Lehre ist ihre Botschaft an uns. Wie es wirklich war, ist ein unabtrennbarer Teil davon, ohne den das andere verflacht. Viel tiefer noch, als sie vielleicht selbst wissen konnte, ist die Geschichte ihrer Seele zugleich die Darstellung des kleinen Weges geworden. Therese ist, wie die gewaltige St. Birgitta von Schweden von sich sagte, ein Bote mit eines großen Herrn Brief. Ein Bote mit eines großen Herrn Brief. Dieser Brief bringt auf neue Weise doch nur die alte Kunde, dass den Armen die frohe Botschaft gekommen ist. Wie sehr geziemt es sich, dass eine begnadete und über alles Maß beschenkte Arme sie zu uns trägt. Dass Therese aus ihrer Verborgenheit unter den unschuldigen Kindern herausgeholt wurde, hat vielleicht noch einen anderen Sinn, so Görres. Der Strahl ihrer weltüberleuchtenden Gloriole fällt auf alle, die ihr getreulich auf ihrem kleinen Weg nachfolgen. Mehr noch gilt er vielleicht beglaubigend und bestätigend der großen Schar, der viel größeren, der stillen Menschen, die diesen Weg der Treue, der Einfachheit und des liebenden Gehorsams schon immer gegangen sind, längst und selbstverständlich, ohne zu ahnen, dass es ein Weg der Vollkommenheit ist.